TV. Hey, gehen wir morgen in die Stadt in die Arbeit? Ja, Mann, zahnlos, du, mein Bruder. Wenn die arbeiten müssen. Ja, meinst, meinst du, deine Hände frieren ab, Horst, wenn du die Schlangen anfasst, die kalt sind? Das ist schon ein Absturz auch, ne? Keine Handschuhe dabei. Ja, keine. Ich kauf dir morgen welche, Alter. Ich hast du so Fäustling gekauft? Entschuldigen Sie bitte. Der von der Zeit, entschuldigen Sie. Nur Stangen, aber nicht so ein Lebensmittelmännchen, weißt du? Du bist ein Stangen, aber nicht so ein Lebensmittelmännchen. So geil, so. Ich mach immer noch so. Wenn du die so reingibst. Los, lass mal los. Klemm fest wie bei Legomännchen. 2007 sind immer die coolste Band, die wir je veranstaltet haben. Die allerbeste Band aller Zeiten. Keiner macht mehr Party. 2007, yeah! Abgehen, Brudi! Abgehen, Brudis Mutanten! Ack! Ack! Kann ich jetzt meine Capri-Sonne bitte haben? Ja! Jetzt kommt er, der direkte Meckerer hier. Ja. Ich habe dreimal gefragt und immer kamen andere vor mir dran. Obwohl die nach mir gefragt haben. Dankeschön. Alter, Weltschäfer, blickt ihr mich hier etwa an oder was? Und ich hatte noch keine Depression bis dahin. Jetzt habe ich welche. Machst du mal Melanie? Penis Vorhaut. Oh boah, das wäre auch geil. Nur die Vorhaut. Oder hier den Unterteil von deinem Arm. Dann legst du so ein Stück Arm da hin und also ich hau dir in diesen blauen, Alter. Kommt so ein Grollen. Da film seinen Rücken, Alter. Der ist schön blank. Film seinen nackten Arsch um. Ja, so ein Stück. Oh, guck mal. Ein Stück Pedershaut. Saftige Pellershaut. Der hat mehr Arsch als ich Körper. Pellers hat aber richtig schimmelige Haut, Alter. Hab ich letztens gesehen. Die schimmert so grün, Alter, und riecht nach Senf. Alter. Das ist doch nicht fair. Digga, der Footlocker hier, ne? Digga, der Footlocker hier. Der macht das schwarz oder so. Weißt du, wo. Ich war im gleichen wie du, ne? Recklinghausen. Warum steht da Recklinghausen? Weil das vielleicht der Hauptsitz von Footlocker ist. Nein. Google das doch. Footlocker ist in Recklinghausen. Google das doch mal. Nein. Footlocker. Nee, weil hier steht, wenn ich jetzt hier drauf, ich kann 14 Tage lang kann ich da sagen hier wie der Einkauf war. Und dann bekomme ich einen 10-Euro-Gutschein und muss wieder in die gleiche Filiale. Aber stell mal vor, ich guck und dann steht hier gar nicht, wo die Filiale ist. Filiale ist. Ich weiß. Außer das ist die Filiale. Ich will nur meinen Heidelberg ein. Und hier steht hier Verkäuferin Bianca. Mir hat aber ein Kerl das Dings abkassiert. Ja, jetzt ist die Kacke richtig am Dampfen. Ruf da mal an. Ja, und das war nicht die Bianca. Das war ein Mann. Der also, ich schwör, das war ein bärtiger Typ, Alter, das war keine Frau, ich schwör auf alles. Ja, der Bart war verkleidet und machte nur ab. Weißt du gerne mal? Ich Alter, das war zu viel für meinen Kopf. Was hast du jetzt gesagt? Mein Karneval, wer hat einen Bart? Ja, der Verkäufer, Alter, wo du mal hier geredet hast. Ah, okay, der hat sich ja dann als Frau verkleidet. Ja, genau. Weil der den Bart zur Zahnung hatte, so. Der Rück hatte einfach lange Haare drin, also die. Ja, uff, aber ich muss nochmal nachdenken. Nur er hat mit dem Gesicht, das haut nicht so ganz hin. Weil wenn er ein Kerl ist, dann hat er ja automatisch Bart so. Deshalb, ja, scheiße. Alter, was machst du mal mit deiner scheiß Kamera, Alter? Immer meinen Schwanz filmen, Alter. Wenn ich immer sowas filme. Ja, ich brauch das zu Hause. Ich brauch das zu Hause. Ich hab die angefangen. Zu Hause zieht der Tillische sich immer meine Pimmelvideos rein, Alter. Boah, jetzt hast du mein Gehirn vergiftet, Alter, du dreckiger Bastard. Ich hab diesmal voll lange zum Sichten gebraucht. Ich musste 50 Euro extra draufschlagen, Jungs. So viel Material, was ich sichten musste. Da waren ein paar lange Szenen. Dies
sind endlich wieder da. Niemals gehen die nicht nach. Mutierte Menschen singen arg. Schnick, schnack, schnuck mit deiner Mom. Matthäus! Schnell! Notfall! Ruf nochmal Matthäus. Matthäus! Notfall! Notfall, bitte! Ich blute! Ey, fuck, Katastrophe, Mann! Matti! Sag, ich blute! Lass mich doch nicht hängen! Ich blute! Bleib der Matti! Matthäus! Was hat die Nummer Fisch oder? Ja, Fisch. Boah, der ist vorbeigegangen. Der Wichser. Der ist vorbeigegangen. Matti! Mann! Was willst du von dem? Ich würde sagen, dass ich den Edding noch abnehmen will. Matti! Matti! Ja, was wollte ich denn? Er sieht aus wie der Dicke von Hangover, nur in dünn. Ehrlich, jetzt kann ich ihn nicht mal zeigen. Ja, aber ist ja nicht schlimm, die können sich den jetzt aber vorstellen. Die haben dafür das FSK 18-Konzert gar nicht irgendwie Leute gesucht. Nee, und so. Die wussten ja, was einfach, sagt, yo, ich habe noch einen Kollegen, müssen. Der steckt sich andauernd Telefonhörer. Ja, genau. Den können wir holen, der kniet sich dann auf eine Europalette. Das Problem lässt sich den gerade erreichen. Genau. Wir gehen immer erst beim dritten Mal dran. Das dauert immer voll lange. So, Freunde. Wir machen jetzt so ein bisschen Vorprogramm heute. Kalle sucht den Superstar, ist die Devise, weil der Peters ist krank, der hat Durchfall. Der hat Husten. Nein, der hat Munddurchfall. Er kackt aus dem Mund, flüssig. Egal, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Aber wir machen jetzt Kalle sucht den Superstar. Horst, Kevin und Magnus gehen jetzt raus und suchen... freiwillige Mutanten, die ein bisschen Lip-Sync-Performance auf der Bühne machen würden. Kurz, nach welchen Kriterien sucht ihr denn jetzt die Künstler aus? Schöne Mädchen mit kurze Kleidchen. Ja. Das fertig, das war's. Ja, Jungs, Tabu, besoffen, weiblich, nackt. Wir sind die 257-Crew und wir haben ein Problem. Unser Vor-Act ist krank. Der Pedas ist krank geworden und wir suchen jetzt quasi Leute, die Bock haben, ihn zu ersetzen. Weil die Vorband krank ist oder was? Ja. Ja, ich bin dabei. Zwei Leute haben wir schon. Tokyo Hotel und Helene Fischer. Nichts anderes war zu erwarten bei 257-Fans. Wir sind noch ein bisschen schüchtern. Alkohol ist noch nicht geflossen, wir haben Donnerstag. Donnerstag? Ja. Donnerstag. Morgen werden wir besser, leider ist Peters heute krank. Toll, Peters. Toll. Falsch geplant. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Schon wieder Playback-Show. Ja, war irgendwie besser als Peters Auftritt. Ja. Dinger habe ich fast geschurzt, jetzt ohne Scheiß. Da hast du mich voll. Beim Auftritt Kassel, ja. Da hatte ich auch schon mal. Boah, das ist echt mies, da strengst du dich so an und voll Power und dann so, oh fuck. Kennst du die Geschichte? Mit dem Off-Day? Als ich zu Hause war, so, und ich huste zu Hause, Alter, und schieß mir volles Wort das ganze rechte Hosenbein voll, Alter. Obwohl, in der Lounge hat es heute auch nicht besser geworden. Ach komm, jetzt hör mal auf, Alter. Naja, war schon. Da hatten zwei Leute die Schuhe aus, das ist nun mal so. Oder? Nee, da waren noch andere Gerüche. Geruchspack. Ja, und ich hab oft gefurzt. Ja. Sehr oft und laut. Der Lisch, das ist ein Zeug. Das ist für die Kante. Daneben! P-D-E-A-Z! 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 So hört er sich an wie eine Robbe, die sich freut, Alter. Yes! Ding the 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 ding